Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog für YouTube. Ja, es ist lange her, dass ihr mich gesehen habt, aber ich möchte euch natürlich auch hier immer wieder Updates geben. Bei Instagram seht ihr mich ja täglich, den ganzen Tag und ja, hier irgendwie so gar nicht. Falls ihr also mehr von uns sehen wollt, schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Aber heute nehme ich euch hier auf jeden Fall nochmal mit. Wir haben es schon Mittag. Ich muss in einer halben Stunde die Große abholen. Die Kleine habe ich hier, die wird gerade ganz müde. Aber ich wollte noch schnell, bevor wir die Große abholen, das Essen in den Ofen schmeißen. Denn dann weiß ich, wenn wir wiederkommen, ist es fertig. Und können direkt essen. Genau, das mache ich jetzt zusammen mit euch. Ich habe hier heute schon den ganzen Tag Haushalt gemacht. Also es ist hier alles frisch. Wir hatten die letzten Tage nämlich Besuch von unseren Freunden und da war jetzt einfach eine komplette Grundreinigung mal echt nötig und das habe ich dann heute auch schon gemacht. Wir waren auch schon einkaufen, wir waren auch schon Papier und Altkleider wegbringen und bei der Post waren wir auch. Und jetzt hilft mir die kleine Maus, unser Mittagessen vorzubereiten. Ich mache heute einen Auflauf. So, mein Schatz, jetzt kannst du mir helfen, genau. Die Tortellini, die kannst du erstmal hier reinpacken. Genau, richtig gut schütteln, Schatz. Ganz doll schütteln musst du. Ja, guck mal. So, Schatz, jetzt kannst du einmal die Soße rüber machen. Super, genau, schön verteilen, ne? So, und während das im Ofen ist, werden wir beiden jetzt nochmal kurz kuscheln und dann holen wir zusammen mal die Lia ab. Willst du was trinken? Hast du Durst? Nein. Was denn? Was ist da? Was möchtest du da? Oh, Mama wird so gern kuscheln. Nein. Wir holen jetzt die Lia-Maus ab aus dem Kindergarten. Ich bin immer ganz gespannt, was sie so erzählt heute. Lia, deine Schuhe sehen aus, als hättest du Spaß gehabt heute. Richtig schön schwarz. Schön schwarz. So, mein Lieben, schaut mal. Es kam gerade, als wir nach Hause gekommen sind, ein Paket von Bruna mit Expressversand. Oh Gott, ich bin so gespannt. Ich habe es jetzt erstmal aufgerissen, aber werde euch auf jeden Fall mal zeigen, was drin ist. Ich habe mich nämlich selber zum Muttertag beschenkt. Ich wollte mir jetzt einfach mal etwas richtig Wertvolles kaufen. Und da habe ich Bruna entdeckt. Bruna ist klimaneutral. Und alle Produkte sind aus recyceltem Material. Zum Beispiel das Gold oder das Silber. Ich finde die Verpackung unglaublich schön. Die hat hier vorne so einen Magnetverschluss. Und dann sind die Sachen extra nochmal in so einem kleinen Baumwollsäckchen eingepackt. Ich finde das richtig schön, vor allem zum Verschenken auch. Denn es ist natürlich auch eine super tolle Idee für den Muttertag, wenn man mal der Mutter ein wirklich tolles Geschenk machen möchte. Denn sind wir mal ehrlich, ohne unsere Mutter wären wir heute nicht hier und teilweise auch nicht dort, wo wir jetzt sind. Und da ist doch so eine kleine Überraschung wirklich echt eine tolle Geste. Ich meine Schwiegermama, auch eine ganz, ganz besondere Person, wie gesagt. Und sie hat auch etwas ganz, ganz Tolles verdient. Und das möchte ich ihr einfach, ja, mit diesem kleinen Geschenk geben. Ein wunderschönes Perlenarmband. Auch wieder ganz, ganz toll eingepackt mit dem unglaublich süßen Baumwollsäckchen hier. Ich finde, es ist auch echt eine tolle Aufbewahrung, wenn man es dann zum Beispiel im Schmuckkästchen lagert. So sieht die Kette aus, ist genau dasselbe, wieder mit diesen wunderschönen, einzigartigen Perlen. Das ist übrigens alles natürlich Handarbeit, das ist ein Familienunternehmen. Und jetzt zeige ich euch noch das, was ich für mich bestellt habe. Denn natürlich, ich wollte auch nicht leer ausgehen, ich bin auch eine tolle Mama und ich wollte mir auch mal etwas gönnen. Auch wieder eingepackt. Schön. Meine ist ein bisschen feiner, ein bisschen kleiner. Und viele, die mich kennen, die wissen, ich liebe alles, was irgendwie mit floralen Mustern oder sowas zu tun hat. Und dementsprechend habe ich mich hier auch für eine goldene Kette entschieden mit einer schönen Blume drauf, mit einer Blumengravur. Beidseitig nutzbar, richtig schön. Ich verlinke euch Bruna auf jeden Fall in der Infobox. Da könnt ihr ganz unverbindlich mal vorbeischauen. Einen Rabattcode habe ich leider nicht für euch.
Bona bietet sowas einfach allgemein nicht an. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Unser Essen ist fertig für heute. Mmh, lecker. Mama, darf ich jetzt Süßes essen? Wieso? Wir essen erst Mittag. Ich hab Hunger. Ja, Mittagessen, da. Ich möchte gar nicht. Ja, wir müssen es ja nicht. Essen, ich möchte was anderes. Was möchtest du denn? Ich so. Möchte Kaiserspahn. Mach mir jetzt Kaiserspahn. Mach jetzt ich mach Kaiserspahn. Dir gleich. Ich möchte einmal essen. Du möchtest die Nudeln, die wir gerade gegessen haben? Ja. Aber ich habe jetzt extra Kaiserschmarrn für dich gemacht. Dann hol einen Teller raus. Ich habe hier noch ein paar Nudeln. So, wir gucken mal, was die Mäuse hier machen. Die sind nämlich gerade in das Zimmer der Großen gehuscht und ich glaube, die spielen Playmobil. Hier möchtest du mal dein schickes Haus zeigen, was du gekriegt hast zum Geburtstag? Nein! Das hier hat sie von uns zum Geburtstag bekommen, das schöne Haus. So toll aus. Noch mehr? Ist doch schon ganz schön viel, Chatty. Ich hab schon mehr. Du hast schon richtig viel Playmobil gekriegt, ne? Ja. Hm. Was ist dein Lieblings-Playmobil-Teil? Hast du ein Lieblingsteil? Ah, das Hochbett. Oh, darf ich das mal zeigen? Das finde ich auch richtig toll. Ein Prinzessinnen-Hochbett hat sie. Das ist dein Lieblingsteil? Ja. Wow, das gefällt und mir auch richtig gut. Ja, die Greta. Greta? Ja. Oh, zeig mal die Greta. Hast du die Greta genannt? Och, das ist ja süß. Die soll jetzt Greta heißen. Ja, dann nennen wir mal Greta. Ist das auch Gretas Bett hier? Ist das Gretas Bett? Oh, das ist ja toll. Playmobil übrigens absolute Empfehlung. Also die beiden spielen super damit. Sie kann aber nicht stehen, siehst du? Oh doch, sie steht doch perfekt. Aber eben ist sie ganz weit hingefallen. Oh, denn vielleicht waren die Beine nicht richtig ausgeklappt. Aber jetzt schläft sie. Ja, jetzt schläft sie, genau. Mit der, und die Decke ist auch meine Lieblingsfarbe. Die Decke, oh ja, das ist auch meine Lieblingsfarbe. Schöne Rose, ne? Oh, das ist ganz weit auch, ne? Weißt du, hier, bitte schön. Dass meine Mama übrigens auch wieder zusammenbauen wird. Ja, das ist immer so klasse. Ist wieder kaputt gegangen. Ah, Meerschweinchen. Zwei Meerschweinchen. Mama, weißt du, Anni redet auch. Ja. Was sie auch mal. Nein. Du willst, wollen wir einen Käfig bauen für die Meerschweinchen? Oh, ein Hund! Das ist ein Hund! Was? Genau! Ein Hund bellt, ne? Schatz? Wuff, wuff! Ein Hund! Bell, bell! Genau, der bellt, bellt! Bell! Bell! Warten jetzt übrigens gerade auf den Papa. Heißen? Oh, ich weiß nicht, vielleicht Bella! Nein! Stimmt, Bella heißt ja der Hund von Dani, ne? Und der soll Jacka heißen. Jacka? Ja, der. Ah. Hier ist ein Weihnachtsmann. Hier ist ein Weihnachtsmann und noch ein Hund. Noch ein Hund, hier. Noch ein Hund, der sich dreht. Guck mal, noch ein Hund, der sich dreht. Mama, zeig mal den. Ich mag den. Mama, zeig mal den. Den Weihnachtsmann soll ich mal den Leuten zeigen? Ja, den zeige ich mal. Hohoho, ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Mama. Oh, guck mal, die Hunde. Da! Wow, 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 wow. Das möchte ich Ihnen mal zeigen. Die Wippe auch? Ja. Die Wiege zeigen wir auch mal. Die Wiege zeigen wir auch mal. Okay. Haben wir noch ein Baby? Oh, guck mal, hier ist ein Baby. Das Baby kann doch in der Wiege schlafen. Guck mal so. Und der Weihnachtsmann passt auf, ne, June? Ja. Der Weihnachtsmann passt auf Baby auf. Lia! Lia! Kaiserschmarrn ist fertig! Nee, komm mal bitte! Juli, willst du auch schon essen? Komm!
jetzt Leckerabend. Das sind für die Kinder und dann geht es ins Bett. Also du hast mein Schatz. Du kannst gleich noch weiter spielen. Willst du was trinken? Ich kann dir was machen. Möchtest du erstmal dein Essen mitnehmen? Wenn du gegessen hast. Bitte schön. Mein kleiner Obst-Junkie. Die Kleine isst wirklich fast nur Obst den ganzen Tag. Jule, isst du bitte hier? Hier wollen wir essen, ja? Am Tisch, mein Schatz. Ja, warte, ich setz dich rein. Ja, das war mir weg, ne? Da hast du recht, das stimmt. Lieben, ihr seht, der Papa ist da und der Abend ist jetzt angebrochen. Wir verabschieden uns hier. Ich hoffe, der kleine Vlog hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja ganz bald hier wieder oder bei Instagram. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Tschüssi!